Upadesha. Kurz Erläuterung des Begriffes Upadesha als Teil des Yoga Vidya Multimedia Sanskrit Wörterbuchs. Upadesha heißt Unterweisung, spirituelle Unterweisung. Upadesha kann auch heißen Einweihung. Letztlich Diksha ist ein Begriff, der sehr viel tiefer geht und sehr viel umfassender ist. Upadesha ist die spirituelle Unterweisung. Upadesha ist aber auch eine Einweihung, die kleine Einweihung. Normalerweise bekommst du eine oder vielleicht zwei oder drei Dikshas in deinem Leben, aber du kannst öfters mal Upadesha bekommen. Upadesha, was heißt das wörtlich? Upadesha heißt wörtlich das Hinziehen und auch das Hinweisen. Das heißt, jemand wird auf etwas hingewiesen, aber tiefer hingewiesen. Er wird hingezogen zu einer höheren Wirklichkeit. In diesem Sinne, Upadesha ist das Hinziehen, das spirituelle Hinziehen in einen höheren Verwirklichungszustand und ist das Hinweisen darauf, was wirklich wichtig ist. Also soweit Upadesha. Upadesha ist das, was ein Guru dem Schüler gibt. Und der Schüler hat die Aufgabe, voller Demut den Guru um Upadesha zu bitten. Und wenn der Guru Upadesha gibt, soll der Schüler das in Demut in Empfang nehmen. Das sind Dinge, die heute im Westen weitestgehend vergessen sind. Es ist vergessen worden, dass ein Schüler seinen Lehrer mit Ehrerbietung behandeln sollte und mit Demut. Und die Lehrer stellen sich heutzutage auf geänderte Gepflogenheiten ein. Aber es gilt auch weiterhin, wenn du in der Tiefe deines Herzens etwas erfahren willst und Weisheit bekommen willst, dann gilt es, dass du vom Herzen her um Upadesha bitten solltest. Und wenn du das Glück hast, dass du jemanden hast, der etwas weiß, dann nimm es mit Demut in Empfang und lass es in deinem Herzen wirken. Spirituelle Unterweisung ist letztlich etwas Heiliges, auch das ist dort gesagt. Also man geht nicht irgendwo hin, um Yoga zu lernen, sondern du willst Upadesha, spirituelle Unterweisung bekommen. Natürlich, es geht nicht nur um die Praktiken, sondern es geht auch um das tiefe Berührtsein im Herzen. Und auch wenn du intellektuelles Wissen bekommst, im Namen des Yoga ist es nicht nur intellektuell. Es sollte alles als Upadesha in Empfang genommen werden und mit Ehrerbietung und Demut in Empfang genommen werden. Ja, mehr über Yoga, Meditation, Ayurveda, natürlich auch über Upadesha, findest du auf unseren Internetseiten auf www.yoga-vidya.de.